Hallo und ich wünsche allen Zuschauern, die schön im Trockenen sitzen in ihrem heilen Häuschen, wünsche ich einen schönen Tag und hier mit viel Spaß. Spaß in Anführungsstrichen. Dieser Film zeigt, was im Augenblick in Syrien abgeht. Dazu bekommt der Zuschauer eigentlich eine vollkommen sachliche Information. Nämlich die Information darüber, wie es zu so etwas kommt und wer der Urheber ist. Das Video ist keine Verurteilung. Es verlangt auch von niemandem irgendwelches Handeln. Es ist einzig zur Info. Angucken, auf der Zunge zergehen lassen und im Kopf aufnehmen und sich seinen Teil dabei denken. Fange ich mal an mit der Geschichte, der Vorgeschichte dieser Bilder. Diese Geschichte beginnt 1928. Und zwar in den arabischen Ländern. Die dort befindlichen Engländer, die dort die Macht hatten, gründeten die Muslimbruderschaft. Diese arbeitete schon damals für den sogenannten MI6, dem Geheimdienst der Armee. Die Bruderschaft wurde im Allgemeinen von allen arabischen Staaten bekämpft. 1980 aber in Afghanistan wurde sie gegen die Russen eingesetzt, reaktiviert und gegen die Russen eingesetzt. Ab 1990 dann in Bosnien-Herzegowina und natürlich auch später in Tschetschenien. Damals übte man sich schon in Terroranschlägen gegen die Zivilbevölkerung, wie jetzt in Paris. Europa schlief den Schlaf des Gerechten. '07 gründete der US-Diplomat und ehemalige US-Vize-Außenminister den Islamischen Staat. Die US-Regierung nutzte dabei die gleichen Techniken, wie sie in den 80ern in El Salvador und Nicaragua genutzt hatte. 2010 dann das Versprechen der Geheimdienste und die Unterstützung zum Aufstieg des IS-Kalifats. Nämlich, ihnen wurde versprochen, dass sie sich die arabischen Länder untertan machen könnten und dort ihr Kalifat unabhängig errichten könnten. Und leider funktionierte das nicht ganz so, weil die Bevölkerungen dieser Länder, die da untertan werden sollten, die Muslimbrüderschaft zum Teufel jagten. Was blieb also übrig? Die Levante. In der Levante ging alles drunter und drüber. Vor allen Dingen auch in Syrien. Syrien und Irak. Einer der wichtigsten Berater von George W. Bush hat öffentlich erklärt, dass der IS eine Kreation der Amerikaner sei. Sie haben es auch zugegeben. '14 wurde es dann richtig ernst. Die US-Regierung reaktivierte den IS, die Saudis kauften die Waffen und Fahrzeuge, der türkische Geheimdienst lieferte das ganze Material über ihre Grenze zu Syrien, der IS begann seinen Kampf im Irak. Putin hat schon lange davor gewarnt. Und die Amerikaner und die Engländer haben den Fehler gemacht, diesen Putin nicht ernst zu nehmen. Im Schlepptau dieser Fehleinschätzung natürlich unsere liebe EU und unsere eigene Regierung. Zur Info, überall dort, wo der IS Geländegewinne verzeichnete, begann er sofort damit, staatliche Strukturen aufzubauen. Das Interessante ist, dass die Leute in diesen Strukturen der IS allesamt in Fort Bragg, einem der größten Stützpunkte der US-Armee in North Carolina, ausgebildet wurden. Ich persönlich gehe davon aus, dass Frau Merkel oder auch ein Herr Juncker und so weiter, also die leitenden, führenden Köpfe der EU, darüber sehr genau informiert gewesen sind. Immer. Erstaunlich deswegen das Verhalten in der Ukraine. Erstaunlich das Verhalten dieser Leute in Syrien-Frage. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo wir Truppen in dieses Chaos schicken müssen. Der NATO-Partner Türkei hat damals die Griechen auf Zypern überfallen. Wir haben damals diskutiert über den Ausstieg aus der NATO. Wir waren der Meinung, bei der Bundeswehr, in den NATO-Stäben, zum Beispiel in Mons, waren wir der Meinung, dass die Türkei aus der NATO ausgeschlossen werden musste. Das hat man natürlich nicht gemacht, aber damit war der moralische Aspekt der NATO damals schon weg. Die NATO ist nur ein Werkzeug der US-Amerikaner. Nur eins. Und wir,
Wir Deutschen, wir dackeln hinterher. Jeder kann sich dazu seine eigene Meinung bilden. Jeder kann dazu Hurra schreien. Es steht jedem frei, bei der nächsten demokratischen freien Wahl sein Kreuzchen dort zu machen, wo er meint, dass es richtig ist. Ich jedenfalls als ehemaliger Soldat mit 12 Jahren auf dem Buckel und einiger Erfahrung auch in NATO-Stäben, ich denke mir mein Teil. So jedenfalls geht es nicht, meiner Meinung nach. Ihre Meinung als Zuschauer, die können Sie sich selbst machen. Ich stelle mir vor, wie die Bodentruppen der NATO in dieses Szenario eingebunden werden und die ersten Maschinen dann zurückkommen mit den Särgen, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Also für mich ein unerträglicher Gedanke. Vor allen Dingen, weil meine Meinung über den Verursacher feststeht. Also, mein lieber Zuschauer, lehne er sich zurück, genieße er diesen Ausblick, die Geschehnisse. Es kommt noch ein bisschen härter als hier, weil beide Seiten dran sind, sowohl die Panzer als auch die Leute, die dagegen kämpfen. Man hört dabei sehr häufig, Lagbar. Okay, genießt. Bitte schön.
Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. السحاب دبابات وكتائب جنود الأسد والمدينة الداعية Подцепив танк, начинает буксировку. Еще два танка прикрывают эвакуацию, нанося удары по замальту. الله أكبر Ein purer Albtraum für einen Soldaten, Panzerkampf in einer Stadt gegen Leute, die irgendwo sich verstecken mit Panzerfäusten. Jetzt wird es erst richtig spannend. Schön, dass Sie noch dabei sind. Tatort mit Toten, aber mal anders. يا رب الله اكبر يا رب ارجع ارجع قول الله Jetzt mal im Ernst. Können Sie sich vorstellen, hier mit Frau und Kind zu leben? Vielleicht morgens noch pünktlich in die Schule zu bringen? Oder ähnliches? Wie soll die Wasserversorgung funktionieren? Die Sicherheit? Nichts mehr. Da bricht eine Welt zusammen. Gerade für Kinder. Diese Kinder sind jetzt hier. Warum sind sie hier? Weil eine Großmacht da Zündeln nicht sein lassen kann. Und wir verbrennen uns die Finger. Wir dürfen es ausbauen. Zu Recht. Weil unsere Regierung, die wir demokratisch gewählt haben, zum richtigen Zeitpunkt nicht Stopp gesagt hat. Nicht gesagt hat, dass sie das nicht mitmacht. Sie haben es mitgemacht. Also haben wir als Volk auch die Folgen zu tragen. Wie 1945. Затем эвакуируется и танк, стоящий как стационарная огневая точка. Das Ekelhafte dabei ist, dass Leute wie auf dem SPD-Parteitag sich hinstellen, die Leute, die das verursacht haben, die uns da hineingezogen haben, die nicht im richtigen Augenblick das Richtige getan haben, dass diese Leute von uns jetzt verlangen, dass wir den über 60, 70 Jahre erarbeiteten Wohlstand
mit den Leuten, die da unten in Schwierigkeiten kommen, den Leuten zu teilen. Und sie sind auch noch zu feige zu sagen, warum. Die sind zu feige zu sagen, dass sie die Fehler gemacht haben, die wir ausbaden müssen. Diese, die nie Moral gekannt haben, die nicht mal wissen, wie das Wort geschrieben wird, die verlangen jetzt von uns Gewissen und Moral. Es ist immer dasselbe in der Weltgeschichte. И уже на следующий день войска получают задачу нанести удар с другого направления. Им предстоит обойти ошеломленного поражением противника, провести рейд в глубину его обороны и высадить десант для того, чтобы создать условия к рассечению группировки боевиков на части. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دارية دارية تباد الله ينتقم دول العربية الله أكبر 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 عليك يا بشار الله أكبر الله أكبر يستر على عودك الله أكبر حط عندك حط عندك ركز يا أخي بدك حط عندك ركز Na, immer noch da, immer noch Interesse, immer noch nicht die Nase voll. Erstaunlich. Ich denke, dass der Kampf in Afghanistan, der Bundeswehr, so heldenhaft er ja ist, dagegen noch ein Zuckerschlecken ist, fast wie ein Urlaub. Aber mit Panzern da reinfahren, das ist tödlich. Unberechenbar. Man stelle sich das vor, das sind deutsche Truppen hier. Unsere Töchter, unsere Söhne, die dabei draufgehen. Auf die mieseste Art. Komme mir keiner und sage, das wäre Volkssätze. Das ist reine Realität. Realität, die man auch im Kopf umsetzen kann. Was passiert, wann, wie, wo? Am grünen Tisch oder in der Ministerrunde bei Frau Merkel, alles kein Problem. Aber wenn du die Nachricht bekommst, dass dein Sohn dort unten verschollen ist, mal gucken, was du dann denkst darüber. Vielleicht ist der vermisste Oberfeld ja deine Tochter oder deine Enkelin und die sitzt jetzt auf dem Sklavenmarkt und wird verhökert für 8 Dinar. Mal darüber nachgedacht? Mal darüber nachgedacht, was der Politiker, der da so große Klappe hat in Kiel, von dir verlangt? Ruhig dranbleiben. Der Film legt noch ein bisschen nach. Es kommt noch was.
Onkel war in der Nazi-Zeit im kommunistischen Widerstand, musste untertauchen. Nach dem Kriege war er im Propagandaministerium der SED. Er drehte damals Propagandafilme gegen den Westen. Ich war oft dort zu Besuch. Zu Besuch mit Bert Brecht zum Beispiel. Vielleicht sind das Gene bei mir, dass ich so etwas mache wie das hier. Denn es wird Konsequenzen haben. Zumindest die Konsequenz, dass ich kein amerikanisches Visum mehr bekomme. Aber da sage ich ganz offen, scheiß was drauf. Вот и зона высадки. Цель десанта – высотное здание за этой площадкой. Thank you.
immer noch da? Herrlich. Beifall. Ehrlich. Respekt. Jetzt geht's nochmal richtig zur Sache. Sag mir hinterher keiner, einem Leopard würde sowas nicht passieren. Es ist scheißegal, ob Leopard 1 oder 2. Die anderen drei von der Besatzung sind noch drin. Naja gut, sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Wäre im Leo 1 genau dasselbe. Wird genauso gehen. Wie war das, unser Lebensmotto? Geiz ist geil? Naja. Tja, das ist was anderes als eine Playstation. Hier brennt der Arsch richtig, ne? Последнее уточнение боевых задач и фаза выдавливания боевиков в центр окружения началась. Пулеметные расчеты заставляют боевиков оставлять укрытие, а танки и артиллерия загоняют их в отведенное им место. Прятаться просто нельзя. Машины движутся не спеша, нанося удары по всем зданиям, в которых, по данным разведки, вынужденно скопились боевики.
Хата Ностра. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия. Ich gehe mal davon aus, dass wir keinen Besuch mehr in den USA machen werden. Ich gehe nämlich davon aus, dass dieses Filmchen genügen wird, um dem Heimatschutz zu veranlassen, mich auf die schwarze Liste zu setzen. Das ist mittlerweile in den USA üblich. Die Einschränkung der persönlichen Rechte, die Einschränkung der Pressefreiheit, den Druck, den die Behörden ausüben auf jeden denkenden und sprechenden Bürger, ist mittlerweile abnorm. Wir waren 2008 das letzte Mal in den USA, in Kalifornien, und es war dort ein spürbarer Stimmungsumschwung. Dieses bisher eigentlich ziemlich demokratische und freiheitliche Land hat sich um 180 Grad gedreht. Selbst in Kalifornien gibt es keine Luft mehr zum Atmen. Da erübrigt sich jeder Besuch. Ich hoffe, es hat in Anführungsstrichen Spaß gemacht, das kleine Filmchen. Ich verabschiede mich typisch Öscher und sage Tschö.